was zuletzt geschah. Oh Gott. Nein. Oh nee. Oh nein. Uff. Rubik. Tatsächlich. Leslie. Und jetzt geht's weiter. Hey Leute und willkommen zur Folge Nummer 9. Und ja, es geht direkt weiter. Das letzte Mal ist uns... hier ist sogar was. Gut, dass ich gestorben bin, ne? Ein bisschen Money. Nochmal Money. Das letzte Mal ist hier der Typ aufgetaucht. Fuck. Fuck! Der wird mir nur Angst machen, oder? Was ist denn jetzt wieder? Oh Gott. Oh nee. Okay, man blickt einfach null mehr durch. Bin ich jetzt wieder in der Realität? Nee. Kapitel 4 überlebt! Jawohl! Ab zum nächsten Kapitel. Und wir haben jetzt schon eine Spielzeit von 3 Stunden. Wow! Das blutverschmierte, langhaarige Kreatur kann mit Waffengewalt besiegt werden. Aber es ist nicht ratsam, gegen sie zu kämpfen, hä? Achso, das Vieh. Das Vieh. Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja, das kann man gut sagen. Ist hier so ein Spiegel? Oder wie sehe ich das? Nee. Ah, doch. Ja gut, ich glaube, ich habe schon wieder was, dass ich mir was holen könnte. Na, gehen wir mal rein. Jo, ne? Ey. Substanziell für mich. Ich verstehe kein Wort. Du nuschelst, Kollege. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Was? Was denn? Oh. Ja, komm mal her. Komm mal her, Baby. Hier entlang, bitte. Okay. Okay, doch. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Ein Rollstuhl. Hä? Ein Haufen Fächer. Der Schlüssel. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Okay. Ich kann irgendeine öffnen, wie ich möchte. Nimm die da oben. Na, das ist alles. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Toll. Muss die singen. Das muss nicht sein. Oh, bitte hör auf. Oh, ich kann nicht mehr. Das war so anstrengend, eindeutig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da alles Mögliche gibt, auch so Elixier und sowas. Also grünes Elixier, das brauche ich ja. 4000, naja, solide, solide. Ab an den Dornenstuhl. Was machen wir denn? Quallenbolzen. Das
natürlich auch cool. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Ich sollte auf jeden Fall verbessern, dass ich mehr nehmen kann. So. Streichhölzer? Mhm. Ich habe noch 600, davon kann ich glaube ich nichts mehr machen, oder? Ah, warte, da war noch was. Genauigkeit oder Nachlade? Warte, Genauigkeit. Das könnte ich brauchen. So. Ja, gut. Einiges. Das waren jetzt, glaube ich, 4 Sachen oder mehr sogar. Ich weiß es nicht. Weiter geht's. Ab ins Abenteuer. Erstmal speichern. Kapitel 5. Innere Tiefen. Mhm. Ich frage mich, wie viele Kapitel es gibt. Ich würde sagen, nicht mehr als 10. Gibt's selten. Wirklich selten. So. Oh, hier ist noch ein Koffer. Explosion, oder? Hm. Cool. He's watching. We can't leave. Mal nachladen. Was ist denn das jetzt? Hm, Money. Was zum... Hä? Aber... Hä? Oh Mann. Das sind schon wieder diese Unsichtbaren. Okay. Ha, nochmal die Truhe. Thank you.
war da? Hä? Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh, ich hasse diesen Ort, ne? Schlag einfach um mich her. Okay, ich zieh weg. Mann! Munition alle? Ist ja geil. Na endlich. Ätzender Typ. Ich hab jetzt keine Waffen mehr. Also irgendwie Munition oder sonst was. Mann. Okay. Okay, ein bisschen Blut am Boden. Ja, da waren ein paar Frauen unterwegs. Ach Gott. Das lasse ich lieber. Oh, ordentlich. Und die Musik, die wird böse. Definition? Ja, böse. Sieht aus, als müsste ich nach unten. Nein. Dr. Obvious, ne? Ja, Dr. Obvious. Obwohl Doktor eigentlich besser passt, wenn ich Sherlock oder Dr. Wu denke. Was bringt mir das? Diese Statuen tauchen die ganze Zeit auf. Ach, da sind Schlüssel drin. Ah. Okay. Oh oh. Hier ist ein Kontrollpunkt, hä? Hm, verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Super. Mach halt noch auffälliger, hä? Ich schlag einfach irgendwo hin. Ich sehe einfach so gut wie gar nichts. Laufe und laufe und laufe. Krankenhausschlüssel. Ah. Wer sucht, der findet. Für euch habe ich keine Zeit. Kostet mir viel zu viel Energie. Falsch, falsch. Hängt da an dem Ding fest. Die Grille. Oh Gott, ich höre ihn.
Gott, ich höre irgendwas. Schlag einfach ein bisschen rum. Uiuiui, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Aufnahme angefangen habe. Oh ne. Oh ne. Mag den Typen nicht. Ganz ehrlich. Mag ihn echt nicht. Ich dachte, wir hätten Freunde sein können, aber. Der Typ ist komisch. Okay. Dann schauen wir nochmal kurz. Und öffne die Tür ganz lieb. Oh. Hier gibt's keine Tür, ne? Natürlich. Oh ne. Was zum... Okay. Überall, wo ich reinschaue, öffnet sich eine Tür. Okay. Muss ich gegen die kämpfen? Ich hoffe nicht. Und da ist keiner. Ich wähle die weiße Tür. Okay. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome: stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung, gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Okay, das ist schräg. Das ist schön schräg. Nicht? Alter, was machst du? Ich schätze, ich muss irgendwie durch alles durch und dann öffnet sich vielleicht dieser eine Weg da. Schöne Blume. Mache ich irgendwas falsch oder? Mich durch. Mann. Alter. Okay, so geht's auch. Aber wie ich mir dachte, die Wege laufen dahin. So, nochmal. Was haben die Türen jetzt auf sich? Okay, ich kann doch sterben. So, geschafft. Ich bin der Beste. Ein bisschen gehen.
komm, noch mal ein bisschen Geld, oder? Nee, nicht ganz. Läuft irgendwas drin? Nee. So, und da ist jetzt eine Tür, oder? Oder nicht? Alles klar. Das ist also das Zeichen von diesen Typen. Cool, cool, cool. Ich würde mal sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge, denn so eine Tür, die zeigt doch, da geht's als nächstes hin, da muss man, da wird's weitergehen und ja. Die Folge wird schon wieder viel zu lang, habe ich das Gefühl, aber hey, YOLO! Nee, nicht ganz, in dem Spiel ist es nicht YOLO. Yeah. You only live 1000 Mal. Genau. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Also bis bald und Cheerio!